Vor wenigen Monaten habe ich mich in einen wahnwitzigen Livestream begeben und alle meine N64-Spiele 11 Stunden lang am Stück nonstop gespielt. 56 Spiele waren das. Und das hat mir so viel Spaß gemacht und war so eine tolle Reise in die Vergangenheit, dass mir ziemlich schnell klar war und euch teilweise auch, das kann kein einmaliges Ding gewesen sein. Und so sitze ich hier heute mit meinem GameCube, den ich mir zum Veröffentlichungstag am 3. Mai 2002 sofort gekauft habe. Und nun bereite ich mich und euch mental darauf vor, was uns am Samstag erwarten wird, nämlich 61 Spiele für den GameCube live nonstop. Der GameCube war das letzte Powerhouse von Nintendo, bevor sie sich aus dem Wettrüsten um die immer beste Technik verabschiedet haben und mal mehr, mal weniger erfolgreich andere Wege gingen. Und so war es, dass damals eine Nintendo-Konsole technisch wesentlich leistungsstärker war als das Pendant von Sony, die PlayStation 2, was heute wahrscheinlich undenkbar war. Ich persönlich empfinde sehr gemischte Gefühle gegenüber dem GameCube. Es war die erste Konsole, die ich als wirklich aktiver Videospieler von Beginn der Ankündigung der Entwicklung des GameCubes mit begleitet habe. Das N64 ist mehr oder weniger noch während meiner Kindheit über mich hereingebrochen, während ich beim GameCube schon längst ein Videospielmagazin lesender, einigermaßen informierter Konsument war. Zeitgleich hat das Internet bei mir den großen Durchbruch erlebt, sodass ich nicht nur auf diese Magazine angewiesen war, sondern mir von großartigen Seiten wie planetgamecube.com oder dem frühen IGN Trailer und Screenshots ohne Ende und Informationen runtergezogen habe. Und so hatte ich dann auf meiner Festplatte fein säuberlich sortierte Ordner, in denen die großartigen ersten gerenderten Screenshots vom Resident Evil Remake zu finden waren oder die Trailer von dem neuen Wave Race oder dem niemals zu vergessenden Spiel Ravenblade. Aber obwohl ich nach all den wunderbaren Stunden mit Ocarina of Time und Banjo-Kazooie oder Perfect Dark nun der nächsten Generation entgegenfieberte, war das auch für mich eine Zeit des Übergangs. Ich begann vermehrt online am PC zu spielen und verlagerte meine Aufmerksamkeit von Rare und Nintendo hin zu Spielen wie Counter-Strike oder Warcraft 3 oder Jedi Academy. Ich hatte auch den Übergang zum Teenager erfolgreich gemeistert und war ein bisschen mehr beschäftigt mit Sachen wie Alkohol, Konzerten oder mehr oder weniger wilden Nächten. Und schließlich konnte auch ausgerechnet Nintendo nicht so ganz meine Erwartungen erfüllen. Denn die Spiele auf dem GameCube, die mir am besten gefallen haben, waren eigentlich fast ausnahmslos Second- oder Third-Party-Titel und nicht von Nintendos eigenen Studios entwickelt worden. Und weil sehr viele von diesen anderen Spielen auch auf anderen Konsolen erschienen, hat der GameCube für mich nie so einen richtigen eigenen Charakter entwickelt. Und doch wird auch dieser Livestream eine sehr persönliche und schöne Reise für mich in die Vergangenheit werden. Denn zeitgleich mit dem GameCube trat ein sehr besonderer Mensch in mein Leben, mit dem mich seither eine langjährige Freundschaft verbindet, mein guter, beleuchteter Bruder Tim. Und Tim hatte genau wie ich eine gewisse N64-Vergangenheit, die uns neben vielen anderen Dingen verband. Aber im Hier und Jetzt damals gab es eben den GameCube mit so Spielen wie Smash Bros. Melee, Double Dash, WarioWare. Und so spiegeln die Erinnerungen an die GameCube-Spiele auch die Erinnerung an diese Jahrzehnte überspannende, monumentale und in den beleuchteten Brüdern mündende Freundschaft wieder. Und deshalb ist es auch nur folgerichtig, dass der gute Tim, der beim N64-Horror-Marathon noch verhindert war, jetzt mit an Bord ist und Samstag zusammen mit mir den GameCube auseinandernehmen und wieder zusammenfügen wird. Die beleuchteten Brüder, zu zweit, 61 GameCube-Spiele, stundenlang, nonstop. Das sind 5 mehr als letztes Mal. Dementsprechend werden wir ächzen und wir werden leiden, aber wir werden auch viel lachen und uns erinnern und wir werden es überstehen. Und zwar zusammen mit euch auf unserem Kanal, die beleuchteten Brüder. Mittags um 12 geht's los. High Noon, sei dabei.